Niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Und damit geht's weiter, Freunde. Bei keinem anderen Spiel als Anno 1800, dem Spiel der Superlative, dem Spiel, was einen strategischen Rohstoff mit sich bringt, und zwar Öl. Um es mal so salopp zu formulieren. Nee, das Spiel, was uns zum Teil ein bisschen verzweifeln lässt. Aber das vor allem, weil es halt so unglaublich riesig ist. Und wir deswegen ab und zu vielleicht mal irgendwie das Gefühl haben, ja, macht das Sinn, das andere zu machen? Müssen wir da erstmal noch ein paar Dinge optimieren und so. Und da immer wieder neue DLCs dazukommen und wir das Spiel immer wieder weiter und weiter zocken, statt immer wieder von vorne und neu zu zocken, ist das halt so, nicht wahr? Ist der eigentlich schon hier? Den in der letzten Folge losgeschickt haben. Der ist schon hier, krass. Ist echt schwer zu sagen, ob der jetzt wirklich viel schneller ist. Also wir hatten den Test schon mal gemacht und so, nicht wahr? Aber, ja doch, ich habe schon das Gefühl, er ist ein bisschen flotter unterwegs. Mit ein bisschen Glück kann er gerade noch das Item mitnehmen, aber ich glaube, er wird es gerade knapp verpassen. 2:42, nee, er wird es verpassen. Charlotte, die Schokolade, was die Schokolade, Gesundheit. Bitte sehr. Sie sehen so untätig aus. Genießen Sie einem von Malching zu dienen. Untätig aussehen, naja. Nun zu tun hätten wir eigentlich schon, sind wir eher Loch. Bei Charger können wir ein bisschen gucken, also noch ein bisschen. Ich brauche keine Almosen. Aber geben Sie her. Bisschen höher gehen hier mit allem. Ja, hier haben wir keinen Strom mehr, da sind wir bekannt. So, ein bisschen gucken, wie wir hier weitermachen. Das habe ich hier in der vorletzten Folge noch ein bisschen ausgebaut. Dass wir hier jetzt hoffentlich auch mit dem Hochofen und so, sprich mit Dingelum, kein Problem mehr haben. Mit Kohle und Eisen. Und dadurch natürlich Eisenbarren, beziehungsweise Stahl herstellen können. Jo, das sieht sehr gut aus, das gefällt mir. Hier sieht es soweit auch ganz cool aus. Kann ich großartig meckern. So, was bräuchten wir denn generell? Chemiefabrik, wa? Die haben wir auch noch irgendwie hier. Ja gut, die Phonographenfabrik ist auch so ein Ding. Da brauchen wir, glaube ich, nicht so viel jetzt. Messing haben wir, glaube ich, sowieso ein bisschen was. Also da könnte man es riskieren. Aber Chemiefabrik, erst einmal ganz kurz gucken. Strom ist optional bei dem, das ist natürlich sehr gut. Wir brauchen Seife, Zimt und Kokosöl. Nimmt zu, die Entwicklung. Das ist natürlich sehr gut. Seife nimmt ab, das ist weniger gut. So. Dann mach mal hinne hier. Chemiefabrik Nummer 1 soll also mal Shampoo herstellen. Bin ich schon mal gespannt, ob das schafft. Ja, eben also Zimt, Kokos haben wir das erste Mal. Wir haben gerade gesehen, Seife ist so ein Punkt, wo wir jetzt hier aktuell genug haben. Er ist noch hier, okay. Wir können natürlich mal ganz kurz die Bilanz zu Rate ziehen und gucken, wie es denn da so aussieht. Oh, natürlich alle Inseln, ist klar. Landwirtschaftliche Dingsbums. Also produzieren, wir haben 6, momentan brauchen wir 4. Also eine einzige Chemiefabrik, die haut rein. Nicht schlecht, Jim Bobby, nicht schlecht. Ja, Mais irgendwie. Okay, trotzdem irgendwie haben wir doch bisher kein Problem gehabt, interessant. Kautschuk brauchen wir eigentlich momentan ein bisschen mehr. Also aktuell versorgen. Hey, also blau ist immer die Nachfrage. Steht ja auch da. Ist er weg? Nein, er ist noch da. Ganz, ganz kurz hier bleiben, Kumpel, bevor du wieder los. Zischt. Zischt. Schwieriges Wort. Wo ist die Tante? Hallo? Ah, hier. Nein, das ist Tatjana. Die ist auch eine coole, aber die brauchen wir jetzt gerade hier nicht. Hä? Moment, ich bin die falsche dabei. Ah, logisch. Bin ich doof. Ist er hier? Die gute Insel. Beziehungsweise das Forschungsinstitut. Also wird durch die Quest ja auch hier weitergehen. Doof. So, da ist so für die Königin aus. Ja, da wird ja auch mal zahlen, was wir machen können. Jetzt endlich mal, wo ist jetzt hier die
Hast du die Quest damit gemeint? Bau angehalten, ja so. Neue Befehle? Wo ist der gute alte Kugelfürst? Hier kommt er. So. Schiffswaren, Piratenmodus, naja. Schaden an Dampfschiffen, toll. Da brauchen wir unbedingt. So, Schokoladenfabrik und Küche. Ich denke, dürfte klar sein, dass es natürlich nur für eine neue Welt gelten kann. Es geht gar nicht anders. Schokoladenfabrik haben wir hier. Was führt Sie des Weges, Gouverneur? Nix, nix. Könnt weiterarbeiten. Also, dann hätten wir das schon mal. Dann, wenn ich schon mal hier bin. Obwohl, warte mal. Auch nicht, wenn wir schon mal beim Thema sind, noch irgendwie ein bisschen Stahl da unten. Nein, die falsche Welt. Capture Lorny. Die ist böse, weil die ist viel zu einfach, ey. Ja, eben ist ein bisschen ausgegangen, also können wir ein bisschen nachscheffeln. Wir könnten sogar mal noch eine Ladung Beton mitnehmen. Kisten unter Deck. Nein, Beton unter Deck. Aber ist egal, da wäre es doch immer wieder. Wo bist du? Hier. So, jetzt nochmal Items gucken. Aber irgendwie etwas. Elmas elektrischer Ofen, episch. Beeinflusst alle Lebensmittelproduktionen. Produktivität plus 40%, Arbeitskräfte erfordert minus 50% Brandgefahr. Könnte man ja auch für die Schokolade einsetzen, ne? Noch weniger Arbeiter, Brandgefahr ist geringer. Das Ding hat schon was drauf. Ich glaube, ich hatte es ursprünglich mal für die alte Welt gedacht, aber scheiß drauf. Flugplatz für Landwirt Lutz Lamparty. Nee. Attraktiver machen. Genau, was brauchen wir jetzt noch? Ja, komm. Muss reichen. Also, auf und davon, Kumpel. Wir gucken mal, wie der sich hier so schlägt. Ah, kann sagen. Das ist ein bisschen viel gewesen. Ob das mit 100 irgendwie auch ausreicht? Produktion. Alle Waren, alle Inseln. Ne, Konsumgüter. Ich hätte mal Shampoo gesehen. Boah. Momentan gar nicht mal so schlecht. Damit kann man arbeiten. Kaffee, anderes Thema, kennen wir. Können wir vielleicht, wenn wir Kaffee und Schokolade kombinieren könnten. Schwierig. Schokolade auf der gleichen Insel, aber das gerade, weil es ja auch Lebensmittelproduktion. Kaffee und Schokolade gehört ja. Kann man sogar zusammen wirklich auch einnehmen. Ne? Geht ja Hand in Hand. Naja. Seife natürlich momentan, ja, die Nachfrage der Produktion ein bisschen gehemmt habe und gesagt habe, braucht es natürlich so viel. Müsste ich wieder ein bisschen Seife anschmeißen. Okay, da wird geguckt. Vom Stapel gelaufen. Dankeschön, du kannst ja auch in die alte Welt gehen, Kumpel. Die neue Welt, aber ja, nee, da bringt es mir nicht viel. Geh bitte mal nach La Isla, weil dort haben wir die Produktion. Den neuen Ölhafen, wenn man es eben so sagen möchte. So, dann. Dann. Wollte ich jetzt Seife. Genau, der hat auch mal abgestellt und gesagt, als nichts. Schmeiß mal wieder an. Die Pause ist vorbei. Jo, an die Arbeit, Kumpel. Leute. Alle Inseln. So. Wobei ich mir gerade frage. Alle Inseln. Und auch Seife, jetzt geht sie doch. Okay, dann was anderes, weil Seife braucht ja dieses seltsame Zwischenprodukt da. Das Ding. Talg. Okay, das müsste aber gerade mal so aufgehen. Gulasch, ja. Wie sieht es mit den Schweinen aus? Da wird es eigentlich immer, dass Grün immer mehr ist als Blau, von dem her. Warum die Versorgung hier jetzt gerade so instabil ist, beim Hopfen verstehe ich das irgendwie auch nicht.
Doof, hoffen mache ich ja hier. Vielleicht, weil es gar nicht abgeholt werden kann. Jeden Hopfen. Ja, deswegen wohl. So, was ich auch schon lange nicht mehr gemacht habe, ist eben Captain Morris. Mal irgendwie noch was Neues hier? Noch nicht, wa? So, so, so. Ah, Taschenuhren. Doch, die sind, immerhin sind die jetzt schon mal hier, wa? Jetzt will ich irgendwie die Dinger hier auf eine neue Güteklasse heben wollen? Ich weiß ja nicht. In meiner Heimat spielte ich im Hogarth Cricket Club. Erste Mannschaft. Könnte ziemlich gut mit dem Ball umgehen. Nach einem Moränenbiss musste ich jedoch den Sport an den Nagel hängen. Aber ich liebe ihn immer noch. Schön für dich. Müssen wir da richtig machen, wa? Genau, importieren würde ich auch gerne, wa? Import, Export. Er lebt, Freunde, der Import, Export lebt. Er ist nicht tot, wie alle behaupten. So. Was können wir hier noch machen? Das sind ja die Export-Import-Dinger. Baumwollstoff importieren. Ja, den Quatsch hatten wir ja schon mal. Kaffee kann auch nie schaden. Habe ich ja schon alles. Die Dinger noch. Schokolade vielleicht mal noch. Mal gucken. So was bieten wir dafür an. Was haben wir momentan eigentlich an Hülle zur Verfügung? Getreide sieht relativ gut aus. Eisen, wen wundert's? Da noch ein bisschen, bis er kommt. Okay, ein bisschen Zeit zum Überlegen. Teil könnt ihr auch machen, ist klar. So. 200 finde ich jetzt ein bisschen viel. Machen wir hier unten mal. Oder doch, hier machen wir mal auf 100. Können nachher noch gucken, ob es zu viel, zu wenig, wie auch immer ist. Ja, viel komme ich dran, aber zumindest ein bisschen was. Ja, kann ja alles offscreen passieren. So. Unsere liebe neue Welt. Beziehungsweise erstmal die Weltkarte gucken. Ist der eigentlich schon da hier? Nee, mir hat es ein bisschen gewundert, wenn der schon wieder da wäre. Ah, da ist er noch. Beziehungsweise kommt gerade an. Also insofern. Ja, komm schon raus hier. Dankeschön. So, bitte weitermachen. Dann, also, falsche Insel. Zumindest eine. Warte mal, ich hatte ja was. Ne, das ist die Kaffeerösterei. Moment, das ist nicht die Küche. Das eine Item war ja für die Küche. Setz dich lieber in den Schatten. Ah, sprich, der zwar auch. Der hier, auf Schokoladenfabrik und Küche. Wie zum Henker kriege ich das im Einklang? Das wird schwer, Freunde. Ich meine, durch das geile Item, durch den Schokolier, einfach die Schokoladenfabrik, Kaffeebohnen und Kakao, den ich dafür brauche.
Und beides habe ich hier auch. Kaffeebohnen und Kakao. Ne, Kakao nicht, scheiße. Kaffeebohnen, sehr, sehr viel. So, warte mal, Fischöl. Da kann noch ein bisschen was machen. Ich habe eigene Maisplantagen, Bananenplantagen und Kaffeeplantagen. Ich kann jetzt aber die Waren von hier auch exportieren, rüberschicken. Dann kann ich mir nämlich den Platz hier für Zigarrenmanufaktur und für weitere Plantagen aufsparen. Würde die Schokoladenfabrik hier wegnehmen, genauso wie das Item hier. Das Ding. Das lasse natürlich hier, ist klar. Zuckerrohrplantage, Tabakplantage und Maisplantage. Ja, Zuckerrohr kann ich jetzt auch machen, das stimmt. Das mit dem Zuckerrohr schon wieder. Ja, warte mal, das war das Ausgangsmaterial, was ersetzt wurde. Genau, weil hier brauche ich anstelle von Zucker, brauche ich Kaffeebohnen, also kein Zucker, kein Zuckerrohr mehr. Vielleicht für andere Dinge wieder, das könnte sein. Da ist der Kann ja auch weg. Genau, ja, hier habe ich einige von denen. Das könnte man so machen, Freunde, das wäre eine Idee, weil ich habe noch ein Schiffchen, nicht der hier. Du sollst weitermachen, Kumpel. Sondern der hier, die gute alte Makrele. So, soll nach vorne Fundo gehen, dann La Isla. Neue Welt, ja, stimmt. Kaffee mitnehmen. Kakao mitnehmen brauchen wir. Fischöl, was ich dann gleich noch mache. Die neue Welt. Da, die gute alte Makrele. Tja, wie nenne ich die Route? Sind auch wiederum landwirtschaftliche Produkte. Komm, mach ich nicht mal so. Also Nahrung, ja, gut. Moment. Warte mal, das geht. Man kann sie umbenennen. So. Landwirtschaftliche Produkte. Das müsste gehen. So. Ganz natürlich Fragen, sollen die irgendwie kombinieren mit, zusammen und so, aber erstmal abwarten, ne? Falls wir noch weitere Schiffchen dann plötzlich bräuchten, kann das durchaus machen. Erstmal hier gucken. Keine Ahnung, wir brauchen zwei. Da bin ich doof, wir können ja gucken. Nicht looken, sondern gucken. Alle Inseln, Produktion. Jetzt sind wir hier unten, das heißt, Tortilla, Bananen wäre eigentlich gut, aber die Bananen brauchen ja Fischöl und Bananen, logischerweise. Und Fischöl haben wir jetzt gerade hergestellt mit Versorgung. Wobei, Achtung, potenzieller Verbrauch 28, okay, brauchen noch ein paar mehr. Die Frage, wie viele bringen die überhaupt ein? Doof platziert so. Ernsthaft? Hier geht's plötzlich wieder und hier. Nö. Na gut, du machst doch hier so. Ja, sieht gerade mega, mega hässlich aus, aber warte mal. Was aber das Problem betrifft, da habe ich jetzt eine. Ich habe eine Lösung. Elegant ist sie nicht, aber sie ist eine Lösung. Na, kann man einen mehr, weil. Habe ich ja ein bisschen Arbeiter auf Safe. So. 4 Stück reicht das. Ach, das ist mir nicht gerade gespeichert, was ich zum Netz ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Gesucht habe. Der Öltanker ist da, ja, perfekt. So.
28, 28 müsste jetzt perfekt aufgehen. Öli, wo bist du? Ah, hier. Gut, ja, hier müssen wir eben steigen und steigen. Dann machen wir halt nochmal eine neue Route. Schon wieder. Und warum ist die Zeit schon wieder abgelaufen? Ich glaube das einfach nicht, hey. Route einrichten. Alte... Hä? Nicht alt... Moment. Ah, Ölimport, Ölverteilung. Super. Das Problem ist halt, aber die vier halt jetzt darauf gepackt. Dann muss ich anders machen. Dann muss ich jetzt hier Nummer 1 sagen. Er hätte eigentlich auch irgendwie generell einfach eine Gruppe machen können. Öl, Import und Ölverteilung. Wobei Ölverteilung ja momentan nur ein Schiff. Also, dann eine Gruppe zu machen, wäre jetzt ein bisschen übertrieben gewesen. Öl, Import, die zweite. Warte mal, ich glaube, ich habe es anders gemacht. War nicht mit Doppelpunkt, sondern so. La Isla. Dann die alte Welt. Bitte hier hin, Norton Bay. Von hier aus wird es wieder verschippert. Verteilt meine ich. Moment. Ja, das ist eine Ölroute. Bin ich doof. Ne, neue Welt, das stimmt schon. So, jetzt aber. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Jetzt habe ich den Fehler schon wieder gemacht, weil ich gerade geguckt habe, wer jetzt da plötzlich angekommen ist. Ja, nimm sie auch mit. So. Das ist das Problem. Das Lager ist leer. Ja, natürlich alle vier plötzlich angekrochen kommen. Wird es ein bisschen knapper. Da müssen wir halt ein bisschen gucken, Freunde, wie lange dass der hier durchkommt mit dieser Menge. Da geht's mal. Ob wir da schon bald irgendwie was anderes uns überlegen müssen. Sehen irgendwie noch einen weiteren Öltank und Öltanker von anderen Insel abziehen. Eventuell auch eine Option. Krass, wir eigentlich immer gucken, wo gerade unser anderes Schiffchen ist. Da der ganz Flotte. Apropos ganz Flotte. Wäre natürlich jetzt mal interessant zu wissen. Scheint zu reichen, 100. So. Habe ich eigentlich schon mal hier eine gemacht für Ding? Glaub nicht, wa? Da würde mich jetzt wundern, wenn ihr schon mal irgendeinen von denen gesagt habe, hey, wenn ihr da was habt, dann nehmt es bitte mit. Schwierig, weil es ist sowieso ein Sechser, der ist voll. Sechser, der ist voll. Ich brauche lediglich die elementaren Bausteine des Lebens, um meine Ideen zu verwirklichen. Wasser, etwas Brennholz, eine warme Unterkunft und ein Laboratorium mit einem Assistenten und so weiter. Na, schön für dich. Mist, die haben gar kein Schiff mehr übrig. Wobei. Kann eigentlich so nicht ganz stimmen. Etwa doch. Hab ich echt kein Schiff mehr übrig? Ja, die Hydra. Ja, ich hab's da positioniert, wenn ich es nicht vergesse. Weil wir wollen eh mal einen Palast noch bauen. Dann hätte ich das halt so nicht so schnell übersehen, dass ich noch ein paar Schiffe jetzt habe. Das Schiff war ihr Sarg und ihr Grab war die See. Hisst die Flagge meines Vaters. Ich hätte gerne halt wieder mal ein paar neue Schiffe von ihr. Also ein paar neue extravagante Dampfer. Das sind natürlich günstiger als die hier. Die sind momentan halt wirklich nur für landwirtschaftlichen Güter eingesetzt.
Vielleicht machen wir mal noch eine Great Eastern. Auch für das Ding. Warte mal, Konsumgüter. Die haben wir gerade angeguckt. Die Konsumgüter alle. Die sind alle voll. Wenn die Konsumgüter alle voll sind, da ist ja viermal, also doch, sind vier Routen, die wir jetzt haben. Jeder hat 6 Plätze, auch schon alle voll. Gibt 32 insgesamt. 24, Entschuldigung. 6, 12, 18, 24, hab schon zu viel gezählt. Weil, ja, warum? 24, hä? Jetzt natürlich so, nicht der, sondern die Great Eastern. Ist jetzt hier. Die Great Eastern hat natürlich 8 Plätze. Und da mal 4 wären ja 32, aber so viel brauche ich gar nicht. 8, 16, 24. Genau. Mal das, was ich. 6, 12, 18, 24. Also quasi 4 von den Frachtschiffen hier. Beziehungsweise extravagante Dampfer. Können auch 3 Great Eastern abdecken. Natürlich sind die Great Eastern wesentlich teurer. Weil die Dampfer kosten mich jeweils 100. Aber die muss ich halt kaufen, die kann sie ja nicht produzieren. Das ist das Problem. Was ich ein bisschen gucken muss, und zwar. Ich brauche eine weitere bahnbrechende Entdeckung. Das geht aber nicht mehr, wenn wir uns richtig erinnern, Leute. Das Ding ist zwar gerade dabei und es ist doch relativ flott unterwegs. Aber Great Eastern kosten bereits 20.000 Punkte. Oh Mann, ey. Gut. Natürlich machen kann, wie wir jetzt gerade sehen, wir kommen sonst nicht weiter, wir können da das Shampoo nicht irgendwie liefern, da muss halt der Zeppelin ran. Ich würde sagen, das gucken wir uns in der nächsten Folge an mit dem Zeppelin, dass der eben das Shampoo liefert. Auf dem Rückweg. Ob es eine Kurve sogar so bringt, ich meine, der ist auch recht teuer, muss man sagen. Und als Kösten lassen grüßen. Da ist so ein Frachtschiff schon wesentlich günstiger und vor allem natürlich so ein extravaganter Dampfer. Die Frage ist, wenn man die natürlich wirklich nur für externe oder für lange Routen einsetzen, lohnt sich es dann? Ja, nein, vielleicht, schwierig. Oh, einfach nochmal ein Frachtschiff. Puh, soll schon groß passieren. Braucht so ein bisschen Einfluss, haben wir ja. Und wir brauchen nochmal einen Dampfer. Für Shampoo, dann muss ich eben sowieso noch mit ein paar anderen Dingen gucken. Also Waren natürlich, meine ich. Da habe ich irgendwo, ich meine, ich habe hier natürlich schon Dampfwagen schon mal vorgesehen. Ich meine, seien wir ehrlich, wann kommen die wirklich dran, die Dampfwagen? Ja, da wird noch eine Weile dauern, so wie ich mich kenne. Konsumgüter, alte Welt, bitte. Deswegen hat erst einmal das Shampoo und den Rest gucken wir dann später mal. Aber schon mal ein Schiffchen für später. So, bevor ich es komplett vergesse, ich habe doch immer mal noch eine Quest bekommen von dem Trottel da. Hey, ich nehme Besa, ernsthaft? Habe ich überhaupt Messing hier? Nö, kein Messing. Oh, soll es auch verpissen. Kann ich liefern, Kumpel? Sorry. So. Auch in der nächsten Folge muss ich daran denken, beziehungsweise jetzt natürlich notieren, dass ich eben auch mal gucke, was die umziehen ist eigentlich. Ah, nee, genau. Haben wir jetzt auch schon gemacht jetzt. Eine Route um eben Kaffee und. Warum? Habe ich es jetzt noch nicht gemacht? Ich hatte zu Beginn der Folge, oder relativ zu Beginn der Folge, eine neue Route eingestellt mit Kakao und Kaffeebohnen zum Transportieren. Plus Fischöl, logischerweise. Aber die Gebäude stehen noch da. Da kann man sich auch fragen, hey, Michael? Ja, ist gut, warte mal. Ich baue schon mal hier pseudomäßig hin. Wenn ich es eh nicht vergesse, Handelskammer, das könnte reichen. Sehr knapp bemessener Platz hier. Ist der Kaffee
Dinger brauchen dann da viel Platz. Die brauchen alle viel Platz, kannst du machen, was du willst. Dem vielleicht nochmal ein bisschen verschiebe, damit die alle hier hinpassen. So wird es natürlich nicht viel bringen, das ist klar. Hauptsache die stimmen soweit schon mal. Jeder hat die Handelskammer. Komm, weiß was Scheiß drauf. Ich könnte wetten, du steckst mit dem Königshaus unter einer Decke. Der war für die Küche, war. Alle Lebensmittelproduktion. Ich will einfach mal ganz kurz gucken, ob die da runter fallen. Die fallen gar nicht darunter. Krass! Küche, logischerweise, das war mir klar. Hola. Lebensmittelproduktion auch. Okay. Kann sich fragen, braucht es die überhaupt noch? Und ja. Jetzt kommen die Schokodinger ja hier hin, wa? Warte mal. Bauen trotzdem mal noch hier, weil sonst sieht es ein bisschen doof aus. Also der hat ja einen hübschen Radius, das klappt soweit alles, muss ich das irgendwie noch missen. Aber irgendwie hat's was, wa? Erschüttert eine ihrer Fabriken. Also, war durchaus Style, finde ich. Kein Wunder, dass man allerorten despektierlich über sie spricht. Ah, stimmt, das eine Item haben wir vergessen. Mist. Ja, dann haben wir trotzdem ein Problem. Kakao, kein Problem. Zucker, ja. Das wäre natürlich hier da oben ja ein anderes Item. Und das Tortierbäckerei, ja, natürlich geil, gar kein Thema. Das müssen wir uns auch unbedingt bewahren, Freunde. Mist. Es rappelt in der Kiste. Wobei. Stoppt die Produktion. Ganz ehrlich. Machen wir so. Hier ist das Lager eh voll. Was würde er machen könnte, wäre Tortilla-Dinger, die hier, nach hier oben schieben. Ja, da ist die Idee. Das ist die Idee, Freunde. So. Das Ding natürlich bauen, dann kommt das hier raus, dafür hier rein, zack, jetzt stehen sie noch hier wieder. So, haben wir gerade ein Schiffchen, was gerade hier ist? Jo, danke schön. Jetzt bitte gerade das Item hinnehmen, Moment, du musst ganz kurz auf dein Item verzichten, Kumpel. Zack. Sag mal! Hier geblieben! Eine Frechheit. Qualität Schokoladier. So. Dann kann der nämlich da wieder weiter. Was würde man machen müssen, wieder die Route anpassen, weil ich hier natürlich keine Schokolade mehr habe. Beziehungsweise der Export müssen wir dann anpassen. Aber das kriegen wir natürlich auch noch hin, gar kein Thema. Sagt er, hier zu viele Transporte, ja, verzögert sich, aber das kriegt er schon hin. Ich volles Vertrauen an ihn, aber interessant, hey, Kaffeerösterei gehören nicht zum Lebensmittel. Die Dinger aber schon. Das ist sehr faszinierend. So mit nicht gerechnet. Ja, eben hier, Elmas elektrischer Ofen. Ob man den jetzt hier einsetzt, man könnte natürlich auch hier oben einsetzen. Also da geht es um die Frage, Schokolade oder Kaffeerösterei. Schwierig. Können es vielleicht sogar irgendwie umbauen, damit die Kaffeerösterer ja noch alle Platz hätten. Weil man fragt sich natürlich auch, warum habe ich hier zwei Feuerwachen. Also bei aller Liebe.
Das müssen wir nächste Folge ein bisschen angucken, Freunde, mit ob es irgendwie, was es besser optimiert ist. Natürlich dank der Statistiken geht das, mit der Bilanz, dass wir das ein bisschen angucken können. Oder ob die eher nach unten ziehen, da wäre natürlich auch eine Option, weil sie sind ja nicht so groß. Ja, das wird gehen, anders positionieren. Schokoladenfabriken, vielleicht irgendwie hier in einer Reihe oder hier auf der Seite nach oben. Und die Kaffeerösterei hier noch, oder ja, müssen wir gucken. Also eine Handelskammer noch verschieben nach da unten. Also ich muss sagen, die sind echt fix geworden, ey. Normalen Frachtschiffe, krass. Wir sind hier so genial. So, bitte weitermachen. Bitte, Dankeschön. Weitermachen, weitermachen. Und hier, jetzt bei der Ware nochmal ganz kurz geguckt. Kaffee voll. Kaffee fühlt sich, der Rest ist auch cool. Tipptopp, gefällt mir. So. Überlänge Folge, Freunde. Ich sehe ihn schon wieder nicht. Ah doch, hier, jetzt kommt er mal. Kurfürst. Dann will ich jetzt zum Abschluss der Folge noch ganz kurz gucken, Freunde, wie schnell der jetzt wirklich ist. Vor allem im Vergleich zu einem Zeppelin. Es würde mir persönlich schon reichen, wenn er die Zeppelin ein bisschen aufholt. Ich glaube, aktuell ist gleich schnell, weil die Zeppeline. Und dürfte natürlich dementsprechend schneller sein als normale Dampfschiffe. Der Abstand bleibt gleich zwischen ihnen. Naja, okay. Oder sind Zeppelinen leicht schneller? Gut, ich bin natürlich gerade dabei, noch ein Item zu bauen für ihn, damit er auch ein bisschen Dampf kriegt. Und es nicht verlangsamt wird. Das könnte noch ein bisschen helfen, aber ja. Ja doch, ich glaube, es ist in der Waage ungefähr. Naja. Wie gesagt, muss die Zukunft zeigen, ob das wirklich so ist, ob da irgendwie jetzt komplett was gefehlt habe, verpennt habe. Aber ich glaube, es kann ungefähr reichen. Ob die Vollkühlschiffe so vollkühl sind, wie sie behaupten. Ja, natürlich, Zeppelin natürlich schon einen Vorteil, dass sie nicht abgeschossen werden können, als Handelsschiff. Andererseits, wann hatten wir das letzte Mal Krieg, he? Also insofern. Dann ist hoffentlich hier unten so ein Schiff noch schnell genug dafür. Erstmal gucken hier, generell, jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Öl. Hier fehlt, ne, ist gerade nicht angekommen, okay, könnte aber wieder funktionieren. Perfekt. Und ja, Shampoo haben wir jetzt hier auch geliefert, ich hoffe, die haben jetzt irgendwie... Stadt viel mehr erwartet. Wobei wir so eigentlich viel mehr Touristen haben. Ja, guck mal an, ist kurz vor der Bar, also da fehlt nicht mehr viel, war, bis die Bar freigeschaltet wird. Dann würde ich glaube ich sagen, vor der nächsten Folge gucken wir uns an, ob wir vielleicht mit dem Schmuck noch was machen können mit Zufriedenheit. Botanischer Garten, müssen wir wieder mal ein bisschen auf Reisen gehen. Sich mal einen Palast bauen, weil der bringt ja auch was. Skyline Tower wird... Was ist das jetzt schon wieder? Ich hatte schon immer mit dachte, die wollten den Turm. Leben ohne Abenteuer, ohne Glanz und ohne Genuss? Ah ja, die Quest mit ihr müssen wir noch machen. Die Quest mit der Alden. 53 Jahre bei sich unterwegs. Irgendwie die 100, die reichen gut aus, finde ich. Perfekt, neben Formelsammlung. Momentan reicht's ja. Und ich hoffe, das bleibt fürs Erste so. Freunde, ich sage euch wieder vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Da steht sogar Shampoo. Sag mal, ändert sich jetzt das Plakat oder wird sich ändern? Oh krass. Würde sich das ändern, wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, eben was anderes produzieren würden? Müssen wir unbedingt mal gucken, wenn es soweit ist. Trotz allem sage ich danke fürs Zusehen, wieder mal für diese Überlänge-Folge und hoffe, du bist das nächste Mal zurück bei A1800. Mal gucken, was wir da machen. Genug zu tun haben wir alle mal. Bis dahin, ciao zusammen.